befinden uns dieses Mal im Solimar Club Makadi. Wir waren jetzt 9 Tage hier. Das ist der Eingangsbereich. Zur Begrüßung, wenn man ankommt, bekommt man gleich einen leckeren Cocktail. Wir werden jetzt die ganze Hotelanlage mal abgehen. Hat man hier die Möglichkeit, abends noch Shisha rauchen zu können. Gibt es dann einen Shisha-Stand. Dort gibt es abends tägliche Punschs. Das ist die Bar. Befindet sich im Shisha-Turm, wo man auch rübergehen kann. Treppe hoch. Dort oben hat man Musik, sitzt im Warmen, kann auch auf den Balkon gehen und hat eine super Rundumsicht. Was wir jetzt gleich mal uns angucken werden, wenn er öffnet. So, jetzt befinden wir uns oben im Shisha-Turm. Also wie gesagt, das ist sehr gemütlich, sehr saubere Anlage. Wir werden jetzt mal auf den Balkon rausgucken, die schöne Aussicht uns angucken. Hier hat man eine sehr schöne Rundumsicht. Das ist unser Restaurant. Wenn es abends ein bisschen kühler wird, kann man sich unter den Gasstrahlern wärmen. Dort hinten ist der aufgewärmte Poolbereich. Der größere Poolbereich ist nicht aufgewärmt, aber zur Abkühlung kann man auch mal reinspringen. Dort ist die Animationsbühne, wo abends immer Animationsprogramm und Kinderdisco ist. Der Vorteil ist, dass man hier sehr nah und zentral gleich zum Strand auch liegt. Dort drüben ist die Tauchschule. Die Toiletten am Strand sind wirklich super gut. Also für Strandtoiletten sowas habe ich noch nicht gesehen. Man hat hier vorne kleine Hausriffe, wobei man sagen muss, dass die Korallen schon größtenteils abgestorben sind, weil einfach die Leute darauf rumtrampeln und sie kaputt machen. Man hat auch eine Bar, wo man Kaffee und Getränke kriegt am Strand. Was fehlt, sind kleine Snacks, wobei, wie gesagt, wir sind so nah an der Hotelanlage dran. Snacks wie Pizza etc. gibt es auch dort unten. Dort gibt es dann auch Langschläferfrühstück. Das heißt, wenn man ein bisschen länger ausschlafen will, kann man sich dann dort auch hinsetzen. Da drüben haben wir dann einen Bereich, wo die Handtücher rausgegeben werden, wo auch Kicker und Tischtennis zu finden ist. Unser Raum befindet sich dort hinten in der Parkanlage, die auch sehr schön gestaltet ist und man hat wirklich Ruhe dort hinten. Die Wege sind übersichtlich und eigentlich alles sehr schnell zu erreichen.